zwischen diese beiden Kastenbeete kommt jetzt noch ein drittes. Das soll aber etwas anders sein. Und zwar soll das Holz nicht aufgearbeitet werden, sondern genauso aussehen, wie es gerade aussieht. Ich bin mal gespannt. Meine bessere Hälfte hat sich das überlegt. Also probieren wir es doch mal aus. Aus dem Stapel mal 6 Stück rausgenommen, die ungefähr 59 cm haben. Teils ein bisschen mehr. Die müssen jetzt noch auf Länge gesägt werden. Und dann werden das die kurzen Enden vom Kastenbeet. Gehörschutz ist wichtig. Und auch eine Maske sollte verwendet werden. Der Terrassendielen sind nicht rechtwinklig. Deswegen säge ich erst an einer Seite den 90-Grad-Winkel und die andere Seite wird auf Länge gesägt. So sind die Leisten nachher auf beiden Seiten rechtwinklig und das Ergebnis sieht schon beinahe professionell aus. Hier sieht man, ich habe was Schlechtes rausgeschnitten oder nicht rausgeschnitten. Also mal ein Stück suchen. Papier ist wieder gut. Mit einer Kappsäge würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Aber meine Werkstatt ist nicht groß genug für eine. Und ganz ehrlich, so geht's auch. Jetzt habe ich die 6 Endstücke zurechtgesägt. Jetzt muss ich noch die Längsfalten dafür zusammensägen und dann kann ich auch schon die ersten beiden Seiten zusammenschrauben. Wenn man die Schrauben natürlich zu fest anzieht, dann spaltet man das Holz. Das kann man hier ganz gut sehen. Das heißt dann auf gut Deutsch, man muss das Ganze nochmal sägen. Die langen Seiten dran, genau gesagt erstmal die Mittelstrebe von den langen Seiten.
76,2 cm zu Gelenk werden. Also 76,2 Festschrauben und das war's. Die großen Teile nur noch miteinander verschraubt werden. Hier wäre eine dritte Hand ganz gut. Alternativ gehen natürlich auch ein paar Zwingen. Nun alle Teile fertig waren, hieß es nur noch die beiden großen Teile miteinander zu verschrauben, dann nur noch die Löcher vorbohren und dann die Schrauben reindrehen. Das war's dann auch schon. Zumindest für diesen Tag. Denn es hat sehr gewittert. Von daher haben wir das Beet nicht noch gemeinsam rausgebracht, sondern es auf den nächsten Tag verschoben. Am nächsten Tag war das Wetter auch deutlich besser und von daher konnte ich das Beet einfach rausbringen. Idyllischen Krach vom Stromgeneratoren des Nachbarn. Naja, ich bin sehr froh, dass unsere Solarinstallation keinen Lärm macht, denn ich glaube, auf Dauer wird mich das echt wahnsinnig machen. Nachdem das Beet dann an seinem Platz war, musste es nur noch ausgerichtet werden. Hierbei half mir eine Wasserwaage und etwas Geduld. Ein bisschen Erde wegnehmen, da wieder ein bisschen Erde hinbringen. Ach.
Das ist eigentlich eine Arbeit, die ich sehr, sehr ungerne mache. Aber hilft ja nichts, muss gemacht werden. Und es lohnt sich ja, denn zum Anpflanzen sollte Erde drin sein. War es dann auch erstmal vom Kastenbeet bauen, denn alle benötigten Kastenbeete sind nun fertig. Mal gucken, was wir aus dem Restholz machen. Genügend Ideen habe ich ja schon mal. Bis bald!